Ich heiße Monique Eckmann. Ich komme aus der Schweiz. Ich bin in der Deutschschweiz aufgewachsen, lebe aber seit über 50 Jahren in Genf. Und ich bin Soziologin. Ich war für über 35 Jahre in der Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogen und habe dort immer zwischen Forschung und Bildung zu Fragen von Minderheiten und Mehrheiten, Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus gearbeitet. Und ich war immer darauf bedacht, dass es nicht nur eine Analyse gibt, sondern auch Perspektiven zur Intervention, zum Handeln. Also in dieser Zeichnung, in diesem Vorfall, wir nennen das übrigens kritische Vorfälle, weil es sind Vorfälle, die den normalen Weg des Unterrichts oder der pädagogischen Aktion unterbrechen, mit einem unvorgesehenen Zwischenfall. In diesem Vorfall geht es ganz typischerweise um interpersonellen Rassismus zwischen zwei Peers, zwischen zwei Schülern. Und im Hintergrund steht die Lehrerin, das ist die Machtperson, die Machtposition hat. Ich würde es so sehen, das ist zuerst mal ein typischer Konflikt um ein Smartphone. Und dann kommt Rassismus rein, indem man den anderen mit einer rassistischen Zuschreibung heruntermachen versucht. Ich denke, da könnte man sich Folgendes überlegen. Erstens könnte man sagen, dieses Smartphone muss man zurückgeben. Ob es nun ein ernsthafter Konflikt ist oder ein lachender Konflikt, ein Smartphone nimmt man nicht weg, man gibt es zurück. Und dann könnte man sich als zweites um die rassistische Komponente, es ist nur eine Komponente, kümmern. Und da wäre es wichtig, den betroffenen, dunklen Jugendlichen zu fragen, wie stehst du, was empfindest du, wenn man dir so etwas sagt? Und dann soll er sagen, was er dazu meint. Und das müssen auch die Zuschauer, weil es gibt viele Zuschauer in der Klasse, das sind die anderen Jugendlichen, die müssen hören, was er dazu meint. Nun gibt es viele Jugendliche, und in unserem Forschungsteam hatten wir heftige Debatten darüber, die sagen, das ist nur Witz, das tut uns nichts und so weiter. Es kann gut sein, dass es der Jugendliche verneint und sagt, das betrifft mich nicht, das machen wir nur als Spaß. Aber für uns als Pädagogen war es immer klar, dass Worte können ein Klima der Gewalt schaffen und wir müssen dieses Klima schützen. Und wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass es ein Klima gibt, das rassistische Worte und rassistische Handlungen legitimiert. Also darf das nicht gesagt werden, auch wenn die Jugendlichen eventuell sagen, es war nur Spaß. Wenn ich sage, das Schulklima kann man beeinflussen, kann man einen Prozess schaffen, da gehört natürlich, da muss man einbeziehen, alle Akteure der Schule. Und das sind die Lehrer, das sind die Schüler, die Lehrpersonen, die Schüler, das ist auch die Direktion, das ist auch der Abwart, die Kantine und natürlich die Eltern. Das gehört zur Schulgemeinschaft und demokratisches Lernen schließt ja eigentlich die ganze Schulgemeinschaft ein.